Hallo zusammen und willkommen zurück zu Stellaris. Wir möchten, ich weiß es ganz genau, wir möchten ein Schiffsdesigner, wir möchten uns ein Schlachtschiff basteln, aber als erstes gehen wir mal auf Eltio Secundus und gucken, was hier los ist, warum die arbeitslos sind. Und das ist ein noch arbeitsloser Roboter. Schaut euch das an. Ein arbeitsloser Roboter. Wow, also ich finde halt immer Mineralien, ja, da kriegen wir nur 15 raus. Credits kriegen wir 22 und das finde ich halt schon echt gut, gell? 22 Credits, oh mein lieber Mann. Ja, ich würde sagen, wir bauen aber einen Generator-Distrikt. Ah ne, können die da, ich muss jetzt immer gucken, ob die da arbeiten können. Können Arbeiter im Generator-Distrikt arbeiten? Gute Question. Gucken wir doch mal, ob wir da was sehen können. Bergarbeiter, das sind alles Bergarbeiter, meine Lieben. Und die Spezialisten, Metallurgen, Kunsthandwerker, Bürokrat, Kultur, Entertainer, Forscher. Und hier haben wir Bergarbeiter, Techniker, ja, Schichtarbeiter, Techniker sind Arbeiter, gut. Alles klar, also nur noch mal langsam für euch zum Mitgucken. Techniker, ja, die gehören zur Schicht der Arbeiter. Und Techniker kriegen wir hier über die Generatordistrikte. Ja, seht ihr, Jobtechniker plus 2. Nur allgemein zum Verständnis einfach nochmal kurz angucken. Okay, alles klar. Also, bauen wir einen Generator-Distrikt. Perfekt. Prinzipiell, im Großen und Ganzen könnte man sagen, können wir auf Arrakis gehen, ja. Kann man sagen, einfach nur nochmal, damit man sich es nochmal anguckt, ja. Büroangestellte. In der Übersicht. Wo haben wir Büroangestellte? Kommen die wahrscheinlich von hier? Ja. Da kommt aus dem Stadtdistrikt der Büroangestellte. Hier haben wir Kunsthandwerker. Ja. Bevölkerung. Okay, also es ist nicht ganz so. Nicht ganz so. Man muss gucken. Diese drei Standarddinger hier: Landwirtschaft, Bergbau, Generator und Stadtdistrikt. Ja, das sind Arbeiter, die generieren dann Arbeiterjobs. Alle Gebäudeplätze generieren dann Spezialistenjobs. Mit Ausnahmen dann natürlich. Ja, genau. Und wenn wir jetzt hier gucken, im Industriedistrikt, da haben wir den Kunsthandwerker und den Metallurgen. Und der Metallurge, der ist hier, das sind dann schon Spezialisten. Okay, so. So viel dazu. Gucken wir mal kurz hier, was wir noch upgraden können. Auf Turiyama. Die umgebaute Schiffsunterkunft. Ja, komm, das machen wir. Graden wir natürlich ab, selbstverständlich. Gibt es hier irgendwas noch zu beachten? Da oben mit der Rechtsausbreitung liegen wir noch ganz ordentlich. Aber hier hätten wir keinen verfügbaren Job. Das sollte jetzt eigentlich, finde ich, auch schon angezeigt werden. Achtung, beim nächsten Wachstum ist kein... Oh. Ist kein Job mehr da. Und die Eriso wachsen langsam. Leute, die wachsen langsam, aber auch viel planetare Bewohnbarkeit ist sehr schlecht. Und die Eriso werden wir dann genetisch ein bisschen auch anpassen können, zumindest die Eriso, die dort leben. Also auf dem Planeten, auf Tatanka Prime. Die werden wir dann ein bisschen anpassen, Leute. Alles klar. Okay. Trotzdem, wir haben keinen freien Distrikt mehr. Ist natürlich ein bisschen blöd, gell? Na, würde ich sagen. Wie viele exotische Gase haben wir denn? Nee, komm, wir lassen das mal. Machen wir nicht. Komm, wir machen ein autochtones Monument und ein Forschungslabor. So, jetzt, Freunde, es ist soweit. Wir basteln uns ein Schlachtschiff. Oha. Und zwar ein Trägerschlachtschiff. Oh mein Gott. Brutal, oder? Dann machen wir mal. Hier machen wir die Bombe rein. Und dann machen wir ein Trägergeschwader rein. Ja. 46,95 täglicher Durchschnittsschaden, mein lieber Mann. Ja, und die Jäger, die sind wesentlich schneller.
Reichweite 10, das sind sie gleich. Rumpfstärke 40 sind sie gleich. Schilde 20 sind sie gleich. Ausweichen sind sie auch gleich. Nur die hier sind wesentlich schneller. Ja, die sind wesentlich schneller. Und ja, die können dann ein bisschen abfangen vorne. Wir haben nach wie vor, ja, haben wir noch keine feindlichen Bomber gesehen oder Jäger. Von daher gehen wir auf die Punktverteidigung hauptsächlich, machen aber eine Flak. Auf alle Fälle mit drauf. Okay, jetzt hinten, was machen wir hinten drauf? Da machen wir vielleicht mal gucken, da haben wir tatsächlich eine L. LL ist halt schon gut, gell? Schild, dass wir das Schild wegschmelzen. Nein, ich würde eigentlich ganz gern. Die gehen ja komplett durchs Schild durch. Ja, die gehen komplett durch das Schild durch. Dann würde ich sagen, dass wir dann mit der Railgun die Schilder wegmachen. Okay, weil dann werden die nämlich währenddessen schon hier die Panzerung durchschlagen haben, seht ihr? Plus 100% Schilddurchschlag, die gehen direkt auf die Panzerung. Okay, das heißt, mit der großen Rail, fortschrittlichen Railgun lösen wir die Schilde auf. Und wenn wir Glück haben, gehen wir dann direkt schon durch die Panzerung durch, also auf den Rumpf. Ja, von daher finde ich die Kombination jetzt momentan nicht so blöd. Machen wir auch vielleicht komplett. Hier noch S. .469. Ja, komm. Wir machen ihn komplett mal so. Alles klar. Und hier jetzt. Und vielleicht verbessern wir auch tatsächlich unsere Panzerung. Gucken wir mal, die Panzerung geht's an. 1020, 1450. Ja, die ist schon ganz ordentlich, mein lieber Mann. Und Schlachtschiff. Der Unterhalt kostet uns richtig Unterhalt, Leute. Ja? Richtig Unterhalt. Ja, normalerweise würde ich jetzt das Schiff nennen MPPH, SSPPHH. Versteht ihr? Nach diesen Sachen, das lassen wir mal weg. Wir sagen, das ist Träger. Ja? Und geht aber gegen... Nee. Träger. Nee. Träger 1. So. Automatische Verbesserung einschalten. Den Nachbrenner möchten wir vielleicht schon. Energieerzeugung. Ich weiß nicht, ob wir den unbedingt... Das uns so viel bringt. Ja. Ja, komm, mach mal. Okay. Träger 1, Leute. Uha. Dann machen wir ein Schlachtschiff. Sektion. Dann machen wir hier die richtig die dicken Dinger rein. Oh mein Gott, Leute. Brutal. LLL. Da geht's jetzt halt richtig ab. Schild, Schaden, Panzerung. Und dann würde ich sagen, die hier, die gehen dann, die machen dann, der geht auf Panzerung. Der geht einfach komplett auf Panzerung. Ich überlege gerade, was wir hier machen. Linie, Feuerrate, Trefferchance plus 5. Mittlere Distanz. Dann wird nur vielleicht hier, das ist die Distanz 80. Was haben die von der Reichweite? Die haben Reichweite 80. Dann macht doch Artillerie auf dem Schiff. Ja, und wir bekämpfen hier Panzerung. Schlachtschiff Panzerung 1. Ja. So, jetzt gehen wir nochmal auf die andere Vorlage kurz. Und zwar den Träger. Was haben wir für Reichweiten? Wir haben Reichweite 100. Reichweite 30. Ist okay. Die haben Reichweite... Reichweite 10. Was? Glaube ich nicht. Dass die nur eine Reichweite... Die können ja nicht direkt nur um unser Schiff direkt rumfliegen. Versteht ihr? Ah, hier. Gefechtscomputer Träger. Bleibt auf extremer Distanz. Oh, sollen wir das mal probieren? Ist das vielleicht gut?
kommt, wir probieren da mal den Träger aus und machen da tatsächlich einen Gefechtscomputer Träger rein. Okay, Leute, ja, cool. Okay. Gut, haben wir jetzt gemacht. Jetzt möchten wir natürlich auch so ein Schiff bauen. Ist ja klar. Machen das ja nicht zum Vergnügen. Hier haben wir eine Schlacht am Laufen. Die sieht aber gut aus. Die werden wir gleich auch gewinnen. Wo haben wir denn hier unseren nächsten Stützpunkt? Haben wir gar keinen. Owieza? Ja, Owieza. Dann bauen wir mal in Owieza tatsächlich ein Schlachtschiff Trägerklasse. Und ein Schlachtschiff Panzerung. Oha. Okay, Leute. Bin ich gespannt. Gehen wir gleich hierher zum Kampf. Der müsste ja jetzt laufen. Und unsere Station, jawohl, hält noch durch. Wahnsinn. Schaut euch an hier unsere Kreuzer. Die Rakete. Warm. Und hier schießen wir auch. Oh, das war die Schlacht. Ah, ne. Okay. Gouverneur Nome, den Medi hat eine neue Fähigkeit erhalten. Das war die Schlacht. Moment, gehen wir nochmal rein. Ja, wir sehen halt schon ganz schick aus, gell? Hier hinten. Schaut, hier sind die Jäger. Die gehen wieder an Bord. Das Kreuzers, das finde ich halt irgendwie, das hat einen totalen Zug, finde ich, so ein, das ist schon gut. Versteht ihr? Das liebe ich, sowas. So, also. Okay, dann würde ich jetzt den Seilabstauber nochmal gucken. Hey, ich schaff's halt nicht zu treffen. Ansprüche. Okay, haben wir. Hier hätten wir auch einen Anspruch, aber das haben die sich jetzt geholt. Nee, dann holen wir uns jetzt Eps. Die Nakia. Die geben uns Probleme. Die nehmen Gebiete, die uns gehören eigentlich. Die uns gehören sollten. Ernsthaft. Na dann gehen wir doch gleich darunter. Dann machen die auch noch einen Kampf. Also die Nanfankern, die werden jetzt komplett demontiert. So richtig. Wie man überhaupt nur demontiert sein kann. Wir, auf jeden Fall, könnten wir dies schon kolonisieren. Nicht mit Nanfankern. Naja, eigentlich schon mit Nanfankern. Mal überlegen. Wie wir das kolonisieren. Auf jeden Fall, wir gehen nach Rekaron. Also die müssen wir nicht mehr beanspruchen, oh Gott. Ja, da ziehen wir jetzt halt komplett durch, gell? Engaging enemy station. So, und das ist jetzt hier unsere Streitmacht. Das drüben, das war ja nur eine Geplänkelflotte. Die hatten ja gar nichts. Hinten warten unsere Truppentransporter. Ja. Thema hier. Erledigt. Komm, dann nehmen wir Formalhaut auch mit. Und dann gehen wir hier runter. Und so machen wir das. Hier oben, es sieht ganz gut aus. Man kann nichts sagen. Leute, es sieht gut aus. Und wir verkaufen hier nichts mehr an Legierungen. Wir kaufen jetzt höchstens was dazu. So, flüchtige Teilchen haben wir im Plus. Ja, alles ganz ordentlich. Gucken wir gleich mal. Monatsende, wie es umspringt. 0-0, perfekt. Ja. Komm, wir verkaufen 100 Mineralien. Und kaufen Legierungen. Dazu. So, wo geht's los? Wo wird gekämpft? Hier, das ist wieder ein Neutronenstern. Das heißt, unsere Schilde sind alle im Eimer. Ist natürlich dann ärgerlich, weil dann jeder Schuss hier direkt auf uns geht.
Na, Neutronensterne sind einfach total blöd. State of Manka sind Xenophile geworden. Gut. Gut, und schaut mal, das geht hier direkt in unser Reich hier über. Wow. So, okay, das haben wir für uns gesichert. Dann gehen wir mal hier hin und dann gehen wir da hoch. So, so machen wir das. Wohin gehen die anderen? Na, die stehen da jetzt drum rum. Ja, sehr gut. So, okay, Harmonie, der letzte Vorteil. Erlasskapazität plus 1. Ja. Okay, gut, und wir haben jetzt hier halt richtig, aber seht ihr mal, wir haben die Einflusskosten für die Ansprüche um 20% gesenkt, deswegen sind die so brutal günstig. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Ich finde das gar nicht so blöd. Wie neues Gebäude, Klontanks. Hm. Oh Mann, Leute. Ich finde halt Sternbasenkapazität plus 5. Science Division. Das ist doch nicht wert, das kannst du doch nicht machen. Das ist doch viel zu schlecht. Und die Xenokompatibilität haben wir auch noch nie gemacht. Wahnsinn. Also. Mal eine ganz kurze Pause. Das war eigentlich immer das, was man früher nicht genommen hat, weil das Spiel immer in die Knie gezwungen hat. Ja, weil da so viel berechnet werden muss. Jetzt hört zu. Xenokompatibilität. Xenokompatibilität. Das ist doch falsch. Oder? Oder ist es ein Fremdwort, das ich nicht kenne? Xeno, hier steht Xenokompatibilität. Das heißt auch kompatibel. Xenokompatibilität. Oder? Okay. Die Erfindung der universellen Sexualbiologie hat die Gesellschaft revolutioniert. Auch wenn es manchmal unangenehme Drehungen erfordert, um eine Verbindung herzustellen. Aber Anziehung von Immigration plus 33% erlaubt Kreuzungen zwischen verschiedenen Spezies, die auf demselben Planeten leben, und gibt einen Bonus von 20% auf das Wachstumsgeschwindigkeit der Bewohner auf jeden im Besitz befindlichen Planeten mit mindestens 2 unterschiedlichen Spezies. Kreuzungen führen außerdem zur Bildung von Halbspezies, die ihr Porträt von einer der Elternspezies erhalten, aber eine Mischung von Eigenschaften haben und zusätzlich plus einen maximalen Eigenschaftspunkt und eine maximale Eigenschaft haben. Das haben wir auch noch nie gehabt. Das haben wir noch nie gemacht. Aber wisst ihr was? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, mir wird ganz schlecht. Das möchte ich probieren. Wir haben es noch nie probiert, Freunde. Wir haben es noch nie probiert. Wir probieren es. Ich finde auch, die organisierte Evolution finde ich auch halt auch geil. Gell? Ja, komm, ich möchte das ausprobieren. Wir probieren Xenokompatibilität aus. Und jetzt gucken wir mal auf Arrakis. Was haben wir denn für Bevölkerungen hier? versteht ihr, was ich meine? Wir haben hier die, wir haben hier die Proleten, die Schnecken. Ihr könnt. Ich muss ein bisschen. Warte, geht's ein bisschen schlecht? Dann können sich ja die Assisians kreuzen. Mit unseren Klonen, oder? Das wäre doch schön. Und die Erisu sind auch ganz feine. Und die können sich dann auch kreuzen mit allem. Oh mein Gott, Leute, das wird abartig. Das wird richtig abartig, sorry. Das ist ja derb, aber gut. Okay. Also wir haben einen arbeitslosen Arbeiter. Wie krass, Leute. Wie krass ist das denn? Okay. So, wir. Ich muss mich da gerade noch erholen davon ein bisschen, sorry. Wir gehen mal auf den Hyperantrieb 3. 19 Monate ist gut. 19 Monate ist sehr gut sogar.
gut, und da kommen wir jetzt halt hier richtig. Richtig bösartig an. Ja, wir verbessern gleich die Kreuzer. Hier oben geht es ein bisschen runter, das macht alles nichts aus, alles gut. Leute, alles gut im grünen Bereich. Oh Mann. Und hoffentlich sehen wir das dann auch. Ships refitted. So, jetzt Achtung. Jetzt gehen wir hier runter und machen dann unseren ersten Planetfall auf Posunto. Ja, und dann gucken wir mal, wie wir das machen. Da leben ja die Roboter oder diese. Das sind doch die Exterminatoren da, gell? Auf Datus. Bergbaudrohnen. Die haben keine Zufriedenheit. Was ja nochmal gut ist für uns eigentlich. Die, ich weiß nicht, ob die auch denn überhaupt eine Parteiangehörigkeit haben können. Oder nicht. ...20 Tage. Dann sind unsere ersten jemals hergestellten Schlachtschiffe fertig. Oh Leute. Ships refitted. 2, 1, go. Science Division reports a new breakthrough. Huch. Leute, wo seid ihr? Ja, wie man es ja halt toll nicht sehen kann. Naja, gut, ihr auf jeden Fall. Schließt euch mal denen hier an. Das dauert lang genug, bis sie da unten ankommen. Gucken wir sie mal an. Ships refitted. Boah, was für abgefahrene Türme. Das sind ja Megatürme, Leute. Da könnt ihr sehen, das hier. Complete. Die haben die Dings drauf. Die Guns, und das ist unser Träger hier. Man sieht die unterschiedlichen Designs schon. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. So, jetzt wollte ich das noch ganz kurz gezeigt haben. Moment, wir gehen natürlich kurz in die Schlacht und gucken mal. Ja, da passiert hier gar nichts. Also die machen wir weg. Okay. Unser Admiral, General ist zugange. Und so, Befehlsle mit der Flotte. Alles gute Sachen hier. Megaplexe, ob wir die mal machen. Ein Nahrungsverarbeitungszentrum. Ja, komm, wir machen das Nahrungsverarbeitungszentrum. Okay, Freunde, unser erster Planetfall. Währenddessen geht ihr mal nach Elektra und dann dorthin. All sword ground elements are dropping on target. Tracking enemy fleet. So. Und wir sind, die haben gar keine, nicht den Hauch einer Chance gegen unsere Klonarmee. Bumm. Leute, wie krank. Jetzt gucken wir mal. Wie schaut es denn jetzt hier aus? 10 Unerwünschte. Okay. Was ist denn das? Satellitenswarm. Energie plus 5. Echt? Land beschlagnahmt. Emigration plus 100%. Jonas Erasers. Und die 500 Erste haben wir einen. Haben wir tatsächlich einen Kolonisten bekommen hier? Okay. Okay. Ist ja ganz ordentlich, oder? Würde ich aber sagen, wir bauen da mal Roboter und dann graden wir auch gleich ab. So. Okay, Leute. Was haben wir hier? Invasion vorbei. Feindflotten in der Nähe. Oha. Okay, stopp. Spaceport lost to enemy action. Okay, da kommen die Jonas Erasers. Und sie haben dann doch eine nicht zu verachtende Flotte. Hier, muss man auch sagen. Und die fliegen nach Norden.
Nein, Leute. Tracking enemy fleet. Ja, ja. So, stopp. Das war's. Jetzt diese Geschichte hier. Wir gehen. Also, Moment, er hier. Er geht hier hin und dann geht er mal hier hin. So machen wir das. Ja. Stopp. Station reports enemy contact. Ja, ja. Schon klar. Ach, die fliegen schnell weiter. Leute, die fliegen nicht wirklich schnell weiter. Eingehende Übertragung. Okay. Jedes Mitglied des Vengralianischen Triumvirats ist ein eigener Boss. Dies führt zu einigen administrativen Problemen. Was geht uns das an? Zeigt uns eure Waren. Wir bieten euch die Etagenbetten an. Mhm. Nee, danke. Ciao. So, wann kommt ihr an? In 67 Tagen und die sind schon... Durchmarsch. Wir müssen sie einfach eine Weile aufhalten, bis die Flotte hier von hinten ankommt. Stopp, Verwaltungszentrum Fanka. Ein arbeitsloser Arbeiter. Wir haben hier nichts mehr. Mhm. Okay. Würde ich doch mal sagen, dass wir hier die Verwaltungsanlagen mal verbessern. Dann sehen wir weiter. Stopp, auf Surma. Da haben wir auch einen arbeitslosen Arbeiter. Und wir haben noch ganz viele Distrikte frei, Leute. Ganz viele Distrikte frei. Bauen wir mal Bergbau. Ja, hier wird es jetzt ein bisschen blöd. Leute, wir haben unsere Sternbasen. Haben die es doch tatsächlich geschafft? 104 Tage. Die brauchen 3. Okay, können wir auf Vollspeed laufen lassen? Wir holen das danach, das macht nichts aus. Wenn wir diese Flotte hier schlagen können, und zwar ordentlich schlagen können, ja, das wäre es natürlich. Es kommt schon, Leute. 62 Tage. Okay, ne, hier gibt es keine. Hier gibt es nichts zu beachten bei dem Planeten. Oha. Sie dreht. Okay, die Leute. Sehr langsame Geschwindigkeit. Tage. Gehen wir hier hin. So. Und play. Fleet Action underway. Schaut euch an, die haben ganz viele kleine Schiffe. Ob wir da jetzt viel ausrichten können, sehen wir. Aber wir schießen schon, sie schießen auch. Oh mein Gott. Science Division reports a new breakthrough. Eieieiei. So, jetzt sind wir drauf. Und wir haben hier hinten halt noch unsere Schiffe stehen. Unsere großen. Ah, doch, doch, doch. Wir verdampfen die ganz ordentlich. Ja, schaut mal. Wir machen hier richtig schön Rumpfschaden.
Und unsere zweite Flotte ist jetzt auch angekommen. Unsere Schlachtschiffe. Oh mein Gott. Aha. Sauber. Aber wir nehmen auch hier einiges an Niederlagen hin. Ja, wir kriegen auch auf den Deckel. Der hier wird schön fokussiert. Okay, und hier. Boah, schaut mal. Junge, Junge, Junge. Gut. Diese Schlacht wäre vorüber. Und wir haben wenig verloren. Wir haben 4 Korvetten und 3 Zerstörer verloren. Die 8 Zerstörer und 32 Korvetten. Was ist das hier? Die haben gut verloren, mein lieber Mann. Okay. Moment. Dann gehen wir nämlich hier hin und dort hin. Aber die kamen doch von hier drüben irgendwie, oder? Würde ich mal sagen, dass wir anschließend hier hingehen. Und er kommt bitte auch hier hoch. Ja. So. Leute, hier auf dieser Welt gleich mal gucken. Haben wir auch einen arbeitslosen Arbeiter? Dass wir den vielleicht... Komm, wir haben schon mit Lebensmitteln angefangen. Dann bauen wir den mal hier hin. Dann haben wir ja auch die Lebensmittelgeschichte schon erforscht, dass wir hier weiter an den Lebensmitteln arbeiten können. Nahrungsverarbeitungsanlagen, ja, komm, mach mal. Okay. Ja. Auf dieser Welt auch ein arbeitsloser Roboter. Und dann machen wir auch Lebensmittel. Das passt schon. Und da haben wir auch noch Arbeitsplätze frei. Hier für Arbeiter, für die Roboter, da können die arbeiten. Sehr gut. Hier fehlt uns was. Okay. So. Wir bauen auf Orvieta. Weil da jetzt halt doch ein bisschen was kam, gell? Da brauchen wir nochmal 2 Schlachtschiffe und Korvetten. So machen wir das. Und weiter geht's. Geschwindigkeit kann wieder auf normal. Achso, stopp, wir brauchen jetzt ein Forschungsschiff. Und zwar, er hier wird schön hier untersuchen. Ja, lass mal da untersuchen, das passt. Aliens have signed a federal cooperation treaty. Okay, was machen wir hier? Die Gauss-Kanone, sehr gut. Autokanone. Schadenkinetik bei der Gauss-Kanone. Auch Schadenkinetik. Die ist halt schon gut, die Gauss-Kanone, gell? Aber mehr Forschung? Wir machen mehr Forschung, Leute. Oh ja, so. Tracking enemy fleet. Ja, ich überlege gerade, ob wir es vielleicht ein bisschen ändern. Dass wir die Flotte vielleicht teilen. Dass wir sagen, okay, wir nehmen ein paar Schiffe raus, aber die sind halt hier schon teilweise richtig durch hier, gell? Mit Panzerung Rumpf und so, die sind ja. Total schaden. Na gut, wir gehen jetzt mal. Oh yeah.
Spaceport reports enemy contact. Ja, ja. Noch 74 Tage. Okay. Ja, und dann werden wir dann ein bisschen hier uns aufsplitten. Das passt dann schon. Und ich geh zurück, die Corona. Science Division reports a new breakthrough. Nahrungsverarbeitungszentrum, sehr gut. Sehr gut. Und jetzt die Genkliniken. Oh, interessant, ja, machen wir. Oha. Ne, verfolgt mal hier und unsere Flotte, die hier bei Ovietza dann gebaut wird. Die wird dann. Oh, sollen wir uns mit denen kreuzen? Hä? Das gucken wir uns nämlich bei der nächsten Folge ein bisschen an. Wie wir das dann mit der Kreuzerei da machen sollen. Oh Gott. Ah, da ist der Botschaftskomplex jetzt. Verfügbarer Gesandter. Komm, machen wir mal. So, stopp. Gehen wir auf die Ansprüche mal zum Verwalten. Jetzt wird es halt hier nicht gerade günstig, gell? Die mit den hohen Werten hier sollten wir dann schon also nehmen. Okay, und er wird, die werden eigentlich Epsilon Indy uns holen können. Ja, ja, so. Also, es läuft, Leute. Okay. Das war's für diese Folge. Es ging wieder ab und nächstes Mal gucken wir uns dann an, wie wir, ja, wie sich die Bevölkerungsexplosion da hier jetzt entwickelt. Die Assisien, San Fancanionus, Eriso. Also noch scheint sich hier keine Kreuzung vollzogen zu haben, aber möglich wär's ja. Möglich wär's allemal. Leute. Piraten gesichtet. Da oben. Ernsthaft. Na komm. Dann geben wir halt erst hier hin und dann dorthin. Das passt jetzt auch noch. Moment, und hier unten noch ganz kurz unser Forschungsschiff. Genau, genau, genau. Und er forscht jetzt hier sehr gut. Science Division reports success. Na, wir sollten im Prinzip zwei Stationen bauen, hier und hier unten. Science Division reports a new breakthrough.
Sehr gut. Leute, schaut es euch an. Jawohl. Na gut, es ist nicht so, dass es das hier mega. Mining Station lost to enemy action. Ja, die Mining Station, die wird hier. Ja, ja. Die ist hier verloren. Da wird er mal gleich hinterher fliegen. Flieg schon mal hier hin. Okay, Leute. Also, wir lassen das jetzt hier alles so, okay? Genauso lassen wir das und gucken uns das nächste Mal an, wie sich jetzt das auswirkt, was wir erforscht haben und so weiter, Leute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.